den Kirscharomaten nicht so wahrnehmen. Jetzt ist da der Bauer mit seinem alten Eicherbulldog reingefahren. Jetzt glaube ich, kriege ich Ärger, weil ich hier am Rand von einem landwirtschaftlichen Verkehrs. Naja, nee. Die wechseln nur. Jetzt fährt der Junge. Liebe Jäger, grüß euch. Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch einen Tabak besprechen. Und zwar geht's um den Jerry Serrano aus der United Passion Serie von HU Tobacco. Der besteht aus Virginias, aus Philippinen, aus den Philippinen und kommt im Ready Rub daher. Der Ready Rub wird so hergestellt, die Virginia Tabake werden zu einem Plug gepresst. Dann wird die Aromatisierung von außen aufgebracht und dann zum Ready Rub verarbeitet. Und somit wird gewährleistet, dass eine ausgeglichene Mischung zwischen aromatisiertem Tabak und naturbelassenem Tabak hergestellt ist. Wenn man das öffnet und da reinriecht, kommt natürlich erst das altbekannte Bildchen, was für mich immer davon zeugt, dass es eine gute Tabaksqualität ist. Jetzt riechen wir nochmal rein. Es kommt eine ausgeprägte Kirschnote, die aber und eine Süße. Und diese Kirschnote ist, finde ich, nicht sehr chemisch. Also ich finde die angenehm, wirklich so nach Kirsche riechend. Was noch dabei ist, ist eine Mandelnote, eine Amaretto-Mandelnote. Die schwebt so leicht im Hintergrund mit, wobei aber das Kirsche natürlich dominiert. Es soll eine Heuigkeit zu riechen sein vom Virginia. Die kann meine Nase aber nicht feststellen. Na, ich rieche immer dieses Kirsche Amaretto, das kann ich wahrnehmen. Ja, aber die Virginias, der kommt so daher. Ihr kennt das ja, das Bild. Das sehen sehr viele Tabake aus von HU. So ein typisches Bild, wie gesagt, aus mehreren philippinischen Virginias. Dann würde ich sagen, rauchen wir nochmal an. Zünden nochmal das Pfeifball an. Dann rauche ich heute in meiner ersten Pfeife eine Faun Basic. Die hat viel mitgemacht, die Pfeife. Aber ich denke, sie hat es immer noch überstanden. So viel zum Thema, ob Faun eine gute Qualität hat. Das ist jetzt wirklich keine hochwertige Pfeife. Da habe ich damals, glaube ich, so 35, 40 Euro bezahlt. Wie gesagt, Faun Basic mit der Nummer 0286. Genau. Ich bin immer noch zufrieden. Super Pfeife, super Rauchgerät. Kann mich nicht beschweren. Jetzt zünden wir es einmal an. Ich musste jetzt nochmal schneiden, weil die Rauchentwicklung war so extrem und da, wo ich ja aktuell im Auto stehe, da ist wirklich kein Lüftchen gegangen. Hier war es gerade ziemlich neblig im Auto. Es kommt, also ich bin jetzt am Anfang von der Pfeife, es kommt eine angenehme Grundsüße, ein angenehmer Kirschgeschmack und eine leichte Amaretto-Note.
Und jetzt unter Feuer kommt auch der Tabakgeschmack von Virginia durch. Eine sehr angenehme, fruchtige Note. Also wirklich sehr, sehr angenehm, lecker. Ich finde, das ist bis jetzt der beste Kirscharomat, den ich geraucht habe. Sehr, sehr lecker. Für mich ist das ein Highlight, der Tabak. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe bis jetzt noch keinen Tabak geraucht und ich kenne eigentlich auch keinen anderen Tabak, der dieses Kirsche und Amaretto so verbindet. Das Kirsche überwiegt natürlich, aber das Amaretto, dieser Mandelgeruch, auch der Geschmack, also der Raumduft, ist wirklich, das ist sehr, 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 sehr gut. Gefällt mir ganz gut. Ein sehr guter Tabak. Er ist mittelkräftig. Die Virginias sind mittelkräftig. Also er ist nicht mild, er ist kräftig. Tabak geschmeckt mir gut und die Kirsche mit dem Amaretto, mit dem leicht mitschwingenden Amaretto-Aroma und auch im Geschmack ist wirklich sehr, sehr lecker. Wahnsinn, gefällt mir ganz gut der Tabak. Von der Stärke würde ich sagen, liegt er bei 3 von 5. Virginias sind doch etwas stärker, also wie gesagt, mittelkräftig würde ich den einstufen. Vom Aroma her, also vom Geschmack-Aroma her, würde ich sagen, eine 3 von 5. Wobei er in großen Pfeifen, das ist eine mittlere, mittelgroße Pfeife, in großen, also etwas größeren Pfeifen, sich, ja, oder auch in Flake-Pfeifen, habe ich auch einmal geraucht. In, ja gut, wenn man das sagen kann, in der Savinelli 320 ist für mich auch irgendwo eine Flake-Pfeife. Da entwickelt er sich besser. Noch intensiver und noch besser einfach. Der Raumduft, würde ich sagen, ist eine 4 von 5. Ausgeprägte Kirschnote. Mit einer leichten, also süße Kirschnote mit einer leichten Mandelnote mit dabei. So sind wir ausgegangen. Also mein Fazit ist, ist eine klare Empfehlung für Freunde von kräftigen Tabaken mit einer ausgeprägten, fruchtigen Amaretto-Mandel-Geschmack. Wir sprechen hier von 9,95 Euro, 50 Gramm. Ich denke, das ist okay. Ja, wenn das jemand mag, Kirsche, ich weiß, das ist immer ein bisschen, ja, mit Alarm, ja, wenn jemand sagt Kirsche, aber der ist echt nicht schlecht. Na gut, soll es dann schon wieder gewesen sein. Dann verabschiede ich mich wieder. Habe die Ehre, bleibt's mal gesund, viel Zeit.
Servus.